magisches Schloss. Oh, ich fühle mich so schlecht. Mir geht's gar nicht gut. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Ken, mach mir bitte einen Tee. Ja, mein Schatz, der Tee ist gleich fertig. Hier ist dein Tee, Barbie. Vorsicht, er ist sehr heiß. Ah, heiß, heiß, au! Warum gibst du mir den Tee so heiß? Natürlich verbrenne ich meine Zunge. Ich möchte was Süßes jetzt essen. Okay. Was Süßes, mal schauen. Hier, Barbie, hier ist dein Cupcake. Pfah, da sind ja Erdbeeren drin. Ich möchte Kirschen. Och Mann, ich verstehe dich nicht. Was willst du denn? Oh, ich weiß nicht, mir geht's so schlecht. Komisch. Oh, du bist ja heiß, ich glaube, du hast Fieber. Hallo, ich brauche unbedingt einen Arzt. Barbie geht's gar nicht gut. Aha, okay. Ja, wir warten. Oh, es ist jemand an der Tür. Ich komme. Hallo, Barbie. Geht's dir nicht gut? Ja, den ganzen Tag fühle ich mich schon nicht gut. Seltsam. Ich schaue mir das mal genauer an. Zuerst messen wir deine Temperatur. Keine Sorge, das tut nicht weh. Deine Temperatur ist etwas erhöht, aber nicht sehr schlimm. Tut das weh, Barbie? Nein, das tut überhaupt nicht weh. Lass mal schauen. Tut es hier weh? Au, 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 das tut weh. Okay, ich glaube, ich muss mal ein Röntgen machen. Mal schauen. Oh nein, was ist es denn? Erschreck mich nicht. Oh nein. Oh. Ken, wach auf. Ken, wach auf. Na los, Ken. Ja, ich bin wach. Was ist denn passiert? Es ist nichts Schlimmes. Ihr beide erwartet ein Baby. Ich werde Vater? Ja, du wirst Vater. Deswegen, Barbie, hast du dich so schlecht gefühlt. Mein Schatz, aber wieso weinst du? Das sind Freudentränen. Ich freue mich so. Oh, ich habe mich auch so gefreut. Wir wollten unbedingt ein Baby. Ich hoffe, es wird ein Junge. Und ich hoffe, es wird ein Mädchen. Ich freue mich für euch beide. Macht euch keine Sorgen. Barbie, du musst dich jetzt genug ausruhen und ich gebe dir auch Vitamine mit. Die beiden Vitamine sind sehr wichtig. Die nimmst du einmal am Tag und in einem Monat kommt ihr mich nochmal besuchen. Alles wird in Ordnung sein. Keine Sorge. Kannst du denn schon sagen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird? Das ist noch viel zu früh. In 2 Monaten, wenn ihr nochmal zu mir kommt, kann ich euch das schon sagen. Oh, so lange müssen wir warten. Ken, du verstehst, dass Barbie jetzt schwanger ist. Und sie wird schwierig sein die nächsten Monate wegen den Hormonen, aber mach dir keine Sorgen. Ja, ich verstehe das und ich werde ruhig bleiben. So, ihr beiden, ich gehe. Barbie, und viel Bettruhe. Danke, Doktor. Barbie, kann ich dir irgendwas bringen? Danke, Ken. Ich brauche nichts. Ich möchte mich erstmal ausruhen. Wenn es ein Junge wird, können wir ihn Paul nennen. Aber wenn es ein Mädchen wird, nennen wir sie Steffi. Guten Tag. Ich bräuchte bitte ein Babybett und einen Kinderwagen. Ja. Danke. Guten Tag. Ich habe hier Ihre Lieferung. Vielen Dank, das ging ja schnell. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Och, Ken, wer war an der Tür? Schau mal, ich habe schon einiges für unser Baby gekauft. Oh,
das Bett ist ja wunderschön. Und der Kinderwagen. Oh, danke, Ken. Ich bin so glücklich. Oh, ein prima Kinderwagen. Kate, ich bin wieder zu Hause. Hallo, Mama, ja. Oh, die Tüte ist so schwer. Ach, irgendwie fühle ich mich nicht wohl. Kate, bring mir bitte Wasser. Ach, Mama, meine Lieblingsserie läuft gerade. Ich kann nicht. Oh. Barbie, was ist denn mit dir los? Wieso liegst du auf dem Sofa? Hallo, Valeria. Oh, irgendwie geht's mir nicht gut. Oh, oh, das ist schlecht. Kate, wieso hilfst du nicht deiner Mama? Ja, hallo, Valeria. Meine Lieblingsserie läuft gerade. Ich habe keine Zeit. Hey, Kate, das ist aber gar nicht gut. Hör auf, hier zu gucken. Deine Mutter ist schwanger und du musst ihr helfen. Und heute zeige ich dir, wie man das macht. Na gut. Kate, deiner Mama geht's nicht gut. Zuerst müssen wir Barbie ins Bett tragen. Oh. Vorsichtig, ich helfe dir ins Bett. Kate, bring deiner Mutter bitte die Decke. Okay, Valeria. Oh. Hier. Das macht man aber so nicht. Du musst etwas Mitgefühl haben. Barbie, geht's dir schon etwas besser? Vielleicht. Ich glaube ja, aber ich brauche Wasser. Kate, bitte hol Barbie Wasser. Ja, na gut, ich gehe ja schon. Wasser. Ah, hier ist die Wasserflasche. Ach. Hier, Mama, ich komme. Oh, war ich. Sehr gut gemacht, Kate. Barbie, was hast du denn eingekauft? Da ist eine Tüte auf dem Küchentisch. Oh, ich habe vorhin im Supermarkt Lebensmittel gekauft, aber die müssen alle in den Kühlschrank. Kate, komm mit in die Küche. Ich zeig dir, wo die Lebensmittel hinkommen. Das Gemüse hier kommt in den Kühlschrank, aber unten hin, wo das Gemüse hinkommt. Hm, was haben wir sonst noch hier? Eine Torte und Milch. Die müssen auch in den Kühlschrank. Oh, die Torte sieht ja lecker aus. Hm, in den Kühlschrank. Die Milch auch. Hm, was hat Barbie sonst noch so eingekauft? Ah, die Eier, die müssen auch in den Kühlschrank. Aber hier an die Tür. Hm, und was noch? Oh, ein Grillhähnchen. Das muss auch in den Kühlschrank. Boah, ganz schön schwer. Das kommt hier oben hin. Dann haben wir hier noch die Säfte. Die müssen auch in den Kühlschrank. Die kommen hier an die Tür. Das war alles für den Kühlschrank. Kate, du kannst die Tür zumachen. Okay. Aber wir haben hier noch Eiscreme. Und Eis kommt in den Tiefkühlfach. Oh, bin ich hungrig. Keine Sorge, Barbie. Kate und ich bereiten dir jetzt was zu. Mama, möchtest du Hähnchen? Ja, das esse ich auch. Oh, super. Den können wir in die Mikrowelle reinwerfen. Valeria, wie viel Grad müssen wir das denn machen und wie viele Minuten? 15 Minuten braucht das Hähnchen. Okay, super. 15 und Start. Hast du das gehört? Fertig. Du kannst das Hähnchen jetzt rausholen. Oh, super, es ist fertig. Jetzt müssen wir die Hähnchenschenkel noch etwas auseinandernehmen.
Kate, ich glaube, das reicht nicht. Deine Mutter ist schwanger und sie braucht ganz viel Vitamine, also brauchen wir mehr Gemüse. Okay, ich gehe schnell zum Supermarkt und hol welche. Barbie, hier hast du schon mal etwas Hähnchen. Und dein Gemüse kommt gleich. Oh, danke. Oh, ist das lecker. Ja, ich hatte echt Hunger. Ich bin wieder da, ich habe mich beeilt. Eine Gurke, eine Tomate und eine Paprika. Hier, Mama, dein Gemüse. Kate, das kannst du so aber nicht Mama geben. Du musst das Gemüse erstmal waschen. Du hast es gerade erst eingekauft. Oh, das habe ich total vergessen. Ich bin gleich wieder da, Mama. Oh, Valeria, ich bin satt. Kannst du den Teller wieder mitnehmen? Super, dass du was gegessen hast, Barbie. Mama, dein Gemüse ist gewaschen. Oh, danke, Kate. Kate, und jetzt zeige ich dir, wie wir den Geschirrspüler benutzen. Die Tüte brauchen wir erstmal nicht. Ach so, und was jetzt? Jetzt kommen die Teller da rein. So. Das hier. Ah, und Barbie hat auch noch Wasser getrunken. Und jetzt kannst du es wieder in den Geschirrspüler tun und dann können wir den anschalten. Das kommt alles in die Geschirrspülmaschine. Rein damit. Und zu. Und was jetzt? Die Geschirrspülmaschine können wir jetzt anschalten. Für eine Stunde und auf dieses Regime. Zuerst die Zeit. Und jetzt muss das Geschirr noch trocknen. Ah. Oh, es ist fertig, es ist fertig. Prima gemacht, Kate. Das Geschirr ist sauber. Und jetzt weißt du, wie du Barbie jeden Tag aushelfen kannst. Oh, danke, Valeria. Mir geht schon viel besser. Danke, dass du Kate alles gezeigt hast. Mama, es hat mir gefallen, dir zu helfen. Ich mache das jetzt jeden Tag, versprochen. Super, jetzt haben wir alle was gelernt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.